dass ich mich dir so vollkommen anvertrauen kann, wie es mir bisher bei niemandem möglich war. Und ich hoffe, dass du mir eine starke Stütze und ein großer Trost sein wirst. Wie mich eine eigenartige Vorstellung, ein Tagebuch zu führen. Nicht nur, weil ich das noch nie getan habe, sondern weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich oder sonst jemand Interesse an den Gedanken und Gefühlswelten einer 13-jährigen Schülerin finden wird. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich will schreiben. Und mehr noch als das möchte ich vieles, das in der Tiefe meines Herzens verborgen liegt, aussprechen. Geduldiger als der Mensch. Das kam mir an einem meiner melancholischen Tage wieder in den Sinn. Ja, zweifellos. Papier ist geduldig. Und ich beabsichtige nicht, jemanden dieses Notizheft, das den stolzen Namen Tagebuch trägt, lesen zu lassen. Es sei denn, ich finde eine echte Freundin. Damit komme ich zum Kern der Sache. Der Grund, warum ich ein Tagebuch beginne, ist, dass ich keine solche wahre Freundschaft habe. Lass mich das klarer ausdrücken, denn es ist schwer zu glauben, dass sich ein Mädchen von 13 Jahren vollkommen allein in der Welt fühlt. Und so ist es ja auch nicht. Ich habe liebe Eltern, eine 16-jährige Schwester und ich kenne an die 30 Personen, die man als Freunde oder Freundinnen bezeichnen konnte. Ich habe eine Reihe von Verehrern, die eifrig versuchen, einen flüchtigen Blick auf mich zu werfen. Ich habe liebe Verwandte, Tanten und Onkel, ein gutes Zuhause. Nein, es scheint mir nichts zu fehlen. Aber mit all meinen Freundschaften ist es dasselbe. Nur Spaß und Spiele. Nichts, was darüber hinausreicht.
daher also dieses Tagebuch. Es soll mir jene wahre Freundin sein, auf die ich so lange gewartet habe. Und ich werde meine Freundin Kitty nennen. Liebe Kitty. Liebe Kitty. So viel ist passiert. Es ist, als stünde die ganze Welt Kopf. Wir alle balancieren am Rande eines Abgrunds. Und niemand weiß heute, was morgen mit ihm geschehen wird. Thank you.
einen gelben Stern tragen. Juden müssen ihre Fahrräder abgeben. Juden müssen um 8 Uhr im Haus sein und dürfen nach dieser Stunde nicht einmal in ihrem eigenen Garten sitzen. Juden ist es verboten, Kinos zu besuchen oder Theater, Bibliotheken, Schwimmbäder, Parks, Sportplätze. Juden dürfen keine Christen besuchen. Man hat Angst, überhaupt irgendetwas zu tun, weil es... verboten sein könnte. Fing an, vom Untertauchen zu sprechen. Untertauchen? Wohin würden wir gehen? In eine Stadt oder aufs Land? In ein Haus oder eine Hütte? Wohin? Wie? Wann? Keine dieser Fragen durfte ich stellen. Dass wir die Initiative ergreifen müssen und nicht warten dürfen, bis sie uns holen. Wir zogen unzählige Schichten von Kleidung an, als ginge es zum Nordpol. Niemand in unserer Lage hätte gewagt, mit einem Koffer das Haus zu verlassen. Ich trug 2 Westen, 2 Paar Socken, 3 Unterhosen, ein Kleid, eine Jacke, einen Mantel, einen Wollschal und noch mehr. Was für einen Eindruck wir machten, war uns egal. Nur entkommen wollten wir. Entkommen. Und sicher ankommen. Entkommen. Nur das. Nichts anderes zählt.
liebe Kitty. Du willst sicher wissen wollen, wie es sich anfühlt, zu verschwinden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie bedrückend es ist. Wir müssen flüstern und auf Zehenspitzen gehen, damit uns niemand hört. Wir könnten entdeckt und erschossen werden. Wir sind still, mucksmäuschenstill. Wer hätte noch vor 3 Monaten angenommen, dass Quecksilber Anne stundenlang still sitzen muss? Und was noch wichtiger ist, es auch kann. Aber ich bin am Leben, Kitty. Ich lebe. Nur das zählt. Ich fühle mich schrecklich, weil ich zum Schlafen ein warmes Bett habe, während meine liebsten Freundinnen niedergeschlagen wurden oder irgendwo draußen die kalten Nächte in der Gosse verbringen müssen. Niemand wird verschont. Alte, Babys, Schwangere, Kranke. Sie alle sind vereint im Marsch in den Tod. Draußen ist es schrecklich. Tag und Nacht werden mehr und mehr von diesen armen, elenden Menschen verschleppt. Aus der Schule kommende Kinder finden ihre Eltern nicht. Vom Einkaufen zurückkehrende Frauen finden ihr Heim verschlossen und ihre Familien verschwunden. Und jede Nacht hunderte Flugzeuge über Holland auf dem Weg zu deutschen Städten, wo ihre Bomben die Erde umflügen. Und jede Stunde Hunderte und Tausende Menschen, die in Russland und Afrika getötet werden. Niemand kann sich dem entziehen. Der ganze Erdball führt Krieg und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Endlos könnte ich über all das Leid, das der Krieg gebracht hat, berichten. Aber das würde mich nur noch mehr bedrücken. Es gibt nichts, das wir tun können, außer so ruhig wie möglich zu warten, bis das Elend ein Ende hat. Juden warten, Christen warten, die ganze Welt wartet und viele warten auf den Tod. Thank you.
Was ist der Sinn des Kriegs? Warum können Menschen nicht friedlich miteinander leben? Warum all diese Zerstörung? Warum müssen manche hungern, während in anderen Teilen der Welt Überschüsse verrotten? Warum sind die Menschen so verrückt? Solange die gesamte Menschheit sich nicht ausnahmslos gewaltig ändert, wird es Krieg geben. Wird alles, was gebaut und gepflegt wurde und gewachsen ist, zerstört. Und danach muss der Mensch wieder ganz von vorne beginnen. Eine Stimme schreit in mir, aber ich fühle keine Antwort mehr. Um die Zeit schneller vergehen zu lassen, liege ich auf der Couch und schlafe. Diese Stille und diese schreckliche Angst. Liebe Kitty, bin ich so verrückt nach all den Farben und Formen der Natur, weil ich meine Nase schon so lange nicht mehr ins Freie stecken konnte? Wie gut kann ich mich noch daran erinnern, wie mich der Himmel, die Vögel, das Mondlicht und die Blumen nicht verzaubern konnten. Seit ich hier bin, ist das nun ganz anders. Fast jeden Morgen steige ich auf den Dachboden, wo Peter arbeitet, um die muffige Luft aus meinen Lungen loszuwerden. Ich sitze auf meinem Lieblingsplatz am Boden und blicke zum blauen Himmel empor, zum kahlen Kastanienbaum, auf dessen Ästen kleine Regentropfen wie Silber funkeln. Und zu den Möwen, die auf dem Wind segeln. Solange es all das gibt und ich das erleben darf, diesen Sonnenschein, den wolkenlosen Himmel, solange das besteht, kann ich nicht unglücklich sein. Die Sonne leuchtet. Der Himmel ist von einem tiefen Blau. Es geht eine liebliche Brise und ich sehne mich so sehr nach allem. Nach Gesprächen, nach Freiheit, nach Freunden, nach Alleinsein. Und ich sehne mich so sehr nach Tränen. Als würde ich gleich zerplatzen. Und obwohl ich weiß, dass Tränen helfen würden, kann ich nicht weinen. Ich bin rastlos. Gehe von Raum zu Raum. Atme durch den Spalt eines geschlossenen Fensters. Spüre mein Herz schlagen, als würde es sagen, kannst du nicht endlich mein Sehnen stillen? Ich glaube, es ist der Frühling in mir. Ich fühle ihn in meinem ganzen Körper und meiner ganzen Seele. Nur mit Mühe kann ich mich normal verhalten. Ich bin komplett durcheinander. Weiß nicht, was ich lesen, was ich schreiben oder was ich tun soll. Ich weiß nur, dass ich mich sehne. Sehne. Wir erleben nach dem langen Winter einen herrlichen Frühling. Unser Kastanienbaum schimmert schon recht grün und man kann da und dort sogar kleine Blüten entdecken.
Kastanienbaum steht in voller Blüte, ganz mit Blättern bedeckt und schöner als im letzten Jahr. Was gibt es Schöneres auf der Welt, als die Natur an einem offenen Fenster zu genießen, dem Gesang der Vögel zu lauschen, die Sonne auf der Wange zu fühlen, im Arm gehalten zu werden, zum ersten Mal geküsst werden. Für all jene, die Angst haben, einsam sind oder unglücklich, besteht darin, hinauszugehen. Irgendwohin, wo man still sein kann. Allein mit dem Himmel, der Natur und Gott. Denn nur dann fühlt man. Ich weiß, solange es das gibt, und das wird es mit Sicherheit immer, wird es Trost für jeden Kummer geben. Und ich glaube fest daran, dass die Natur in allen Schwierigkeiten Zuspruch spendet. Mutter Natur schenkt mir Demut und macht mich bereit, jedem Grauen mutig entgegenzutreten. Natur ist das einzig wirklich Reine. Kannst du ein bisschen verstehen, was ich meine? Oder bin ich zu viel von einem Thema zum nächsten gesprungen? Ich kann es nicht ändern. Nicht umsonst nennt man mich Bündelchen der Widersprüche. Ich habe dir schon anvertraut, dass ich gewissermaßen zwei Persönlichkeiten habe. Die erste ist die gewöhnliche, das nicht schnell nachgeben, das immer das letzte Wort haben müssen. All die unangenehmen Eigenschaften, für die ich bekannt bin. Die zweite ist mein Geheimnis. Ich habe schreckliche Angst, dass jene, die mich so kennen, wie ich immer bin, eine andere Seite an mir entdecken werden, eine feinere und bessere. Was ist, wenn sie mich auslachen, sentimental finden und mich nicht ernst nehmen? Ich fürchte, wenn ich noch länger hier bleibe, wird aus mir eine vertrocknete alte Bohnenstange. Und dabei wünschte ich mir so sehr, zu einer richtigen jungen Frau heranzuwachsen. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, einen anderen Weg zu gehen als viele Mädchen und später auch ein anderes als das übliche Hausfrauendasein zu führen. Ich bin jung und verfüge über viele verborgene Talente. Jeden Tag fühle ich, wie ich innerlich wachse und dass die Befreiung naht. Warum soll ich also verzweifeln? Ich will auch nach meinem Tod weiterleben. Daher bin ich Gott für das Geschenk des Schreibens dankbar, um all das auszudrücken, was in mir ist. Beim Schreiben kann ich alles hinter mir lassen und meine Sorgen verblassen.
und ich kann alles Erlebte einfangen und bewahren. Womöglich gelingt es mir ja nie, etwas zu Ende zu bringen und alles landet im Papierkorb oder im Feuer. Dennoch, ich mache weiter mit frischem Mut und glaube, dass ich es schaffen werde. Es ist ein wahres Wunder, dass ich all meine Ideale noch nicht über Bord geworfen habe, denn sie scheinen mir so absurd und ihre Verwirklichung so unmöglich. Verwirrung, Elend und Tod können keine Basis für meine Hoffnungen sein. Ich sehe, wie die Welt sich in eine Wüste verwandelt. Ich höre, wie der grollende Donner, der auch uns vernichten wird, sich stetig nähert. Ich fühle das Leid von Millionen Menschen. Und dennoch, wenn ich zum Himmel blicke, spüre ich, dass alles gut werden wird, dass diese Grausamkeit ein Ende finden wird und dass Frieden und Ruhe wieder einkehren werden. Bis es aber soweit ist, muss ich an meinen Idealen festhalten, denn vielleicht kommt einmal die Zeit, in der ich sie verwirklichen kann. Denn trotz allem glaube ich nach wie vor, dass die Menschen im Grunde ihres Herzens wirklich gut sind. Liebe Kitty.